Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Splatoon 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Splatoon 3. Ja, uns fehlen nur noch zwei Sachen hier in diesem Gebiet, dann sind wir hier eigentlich auch schon fertig. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Schlitterparty. Rein da. So, was nehmen wir denn? Ich nehme meinen guten alten Turbo Blaster. Mit dem kann ich umgehen. Zack. Zack. Haben wir. Okay. Das ist ja einfach. Ah, hier muss ich zwischen oben und unten wechseln. Okay, das ist interessant. Hier brauche ich Timing. Hat gut funktioniert. Dann nehme ich doch gern die Insta-Bombe. Ach, mein guter alter Turbo Blaster. Macht zwar kaum Schaden, aber trifft ganz gut. Ich sollte eventuell auch von der anderen Seite einmal eben kurz schießen. So, sicher ist sicher. So, jetzt kann ich hier... Ah, ich sehe schon. Das muss ich von der anderen Seite aus machen. Ich bin fast runtergesprungen. Ich habe nur geraten. Wegen der Richtung. Das Level ist eigentlich richtig einfach. Um Gottes Willen, Zickzack-Kurs. Okay. Mit Scharfschützen. Okay, 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 okay. Nein! Mit den Scharfschützen, das ist mies. Hier hinten auf mich, damit ich hier durchkomme. So, die können nicht mehr zielen. Sie wissen nicht mehr, wie es geht. So, jetzt werdet ihr weggeschossen. So, wir haben noch ein Level vor uns in diesem Gebiet. Wir haben alles eingesammelt, was es in diesem Gebiet gibt. Das heißt, hier wird nirgendwo ein Anchovium auf uns warten. Da müssen wir hin. Und dann gucken wir uns endlich die Lore an. Also die Geschichte. Natürlich wie immer mit der Heldenausrüstung. Okay. Lenk sie ab, mein kleiner Kumpel. Ihr habt euch nur euer eigenes Grab geschaufelt.
Okay. Easy. Alter, wie einfach ist denn dieses Level? Easy. Hier gab es bestimmt eine einfachere Methode. Weiß nicht, was hätte es sein können? Vielleicht dieser Haihammer? Den man hier einfach geschenkt bekommt und das nicht nur einmal, sondern 10 Millionen Mal? Wie komme ich da oben dran? Muss ich da oben überhaupt dran? Ja, ich muss. Ich überlege gerade, wie ich da dran käme. Die Schnelle fällt mir nichts ein. Die Teile kommen doch, meine ich, wieder. Egal, das eine Teil. Okay, das wird fies. Nur nachgeguckt, ob da drunter eventuell was ist. Komm, Trevin! Ach, schade, das macht nur ein Schild. Naja, für meine Zwecke ausreichend. So, das war der eine Sniper. Du bist kein Problem. Einfach. So, ich will die Kiste da schon haben. Und tschüss. Hatte der Haihammer wenigstens noch eine Verwendung? Ah, darüber hätte ich den Weg versperren können. Dann hätten die mich nicht mehr treffen können. Ey, jetzt mal im Ernst, wie soll ich da drankommen? Ah, hier ist eine Kiste zum Hochkommen. Das hilft mir jetzt aber auch nicht, da hochzukommen. Hä? Muss ich hier Anlauf nehmen? Nee. Okay, Mission 3 abgeschlossen. Das Gebiet, das ging doch richtig schnell. Na gut, hier muss ich auch keinen Boss bekämpfen, ne? Jetzt haben wir hier Sektor 4, wenn ich das richtig sehe. Da Sektor 5. Also ich werde schon nach Reihenfolge gehen, ne? Aber warum kann ich hier nach Sektor 5? Ich sehe auf jeden Fall von hier aus, dass in Sektor 4 was richtig Krasses da hinten passiert.
Na gut, Leute, dann gucken wir uns jetzt mal die Geschichte an. Das wird das Gebiet sein, wo wir als nächstes hingehen. Eterna Logs, Log 3. Erstmal überprüfen. Okay, nix in Gammelschrift. Im Schutze von Eterna, ihrer neuen Heimat, gedieh die Menschheit aufs Neue. Und auch ihre Technik schritt in gewaltigem Tempo voran. Bald gelang es einem Wissenschaftler, aus den Körperflüssigkeiten von Tintenfischen Flüssigkristalle herzustellen. Die neu entwickelten Kristalle reagierten auf unmerklich geringe von Organismen abgegebene elektrische Signale und konnten so ihre Farbe wechseln. Oder wie es ein Mensch ausdrücken würde, die Kristalle konnten Gedanken lesen. Und was sie dann der Welt zeigten, waren die innersten, meistgehütetsten Geheimnisse jener, die sie betrachteten. Die Menschheit verzückt ob dieser spektakulären Entdeckung, schickte sich an Massen und Massen jener Kristalle herzustellen. Es dauerte nicht lange, bis ihr neues Wunderwerk die Gewölbe von ganz Alterna lückenlos bedeckte. Die Kristalle reich genährt durch die Wünsche und Sehnsüchte all jener, die in Alterna lebten, zeigten ihren Erschaffern bald den Himmel, wie er vor der Katastrophe Tag ein, Tag aus zu sehen war. Endlich hatte das grausame Warten ein Ende. Nach 25 langen Jahren durften die Menschheit endlich wieder den Himmel erblicken. Okay. Eine interessante Lore. Dann würde ich sagen, gehen wir zu Kapitel 4. Die anderen Sachen hier, also die ganzen Nebensachen hier, die male ich offscreen. Wir gucken jetzt noch in Sektor 4 heute rein. Die Traumlanddeponie. Und das eine Ding da hinten. Das war es, was so ausgerastet ist. Da ist ein Signal. Okay, ich würde sagen, wir machen ein Level und dann war es das für heute. Du findest jedoch bestimmt irgendwo was. Oh, hier tatsächlich nichts zu finden. Und ich muss aufpassen, hier sind Gitter ohne Ende. Okay. Was hast du gefunden? Ein paar Eier. Oh. Hier, kannst sie direkt haben. Geh mir doch direkt ein paar Eier aus. Mach ich hier im Startgebiet schon mal alles frei. Wieder eine Goldplatte. So, friss ich da schon mal satt. Da ist wieder ein Kartenpäckchen. Das hier mache ich übrigens nach der Story, das mit diesen Kartendingern. Da will ich auf jeden Fall auch, wie gesagt, ein paar Folgen machen. Also das habe ich ja in dem einen oder anderen Part ja schon gesagt. Ich zünde das Ding jetzt einfach mit einer Bombe. Okay, da kann es nicht weiter. Der Kleine hat was gefunden. Das sehe ich aber auch selber. Ein U-Boot. Einmal draufstehen. So, jetzt ist es registriert. Ich habe ihn einfach drüber geworfen. Perfekt. Das U-Boot soll frei sein. Ist doch 100 Pro was. Sage ich doch. Weißt du, als ob auf so einem dicken U-Boot nichts ist. Und ein neues Anchovium. Das können wir auch direkt ausgeben.
Machen wir nämlich unsere Klecksbomben besser und gönnen uns den Sensor. Gegner und Items werden jetzt automatisch markiert, wenn ich in die Nähe komme. So, ist hier sonst noch was auf dem U-Boot? Ne, auf dem U-Boot scheine ich alles gefunden zu haben. Wir werden hier noch jede Menge zum Erkunden haben. Kann ich euch jetzt schon sagen. So, da werfe ich auch schon mal den Salmini rein. Ich suche gerade eigentlich nur das nächste Level. Zumindest das allererste von diesem Gebiet. Das gerade war es ja, glaube ich, nicht. Nee, da steht 11 in umgekehrter Schrift. Wahrscheinlich hier oben. Das hier sieht mir so aus, als ob es das erste Level sein könnte. Nee, ist es nicht, weil es ist eine Herausforderung. Herausforderungen sind nie der Start. Blätter des Ruhms. Das ist Level 1. Dann mache ich jetzt noch eben kurz diese komisch hässlichen Dinger hier weg. Guck mal, das Level da, das können wir uns auch direkt registrieren. Ist ja direkt nebenan. Und dann machen wir das Level. Morgenritual des Manta-Clans. Nach sorgfältiger Pflege. Ihr Brustflossen. Genießt die ganze Familie gemeinsam ihr Lieblingsfrühstück. Dieses seit Generationen vererbte Planktongericht soll Körper, Geist und Giftdrüsen stärken. Ist das nicht nur Zwiebel? So, das hier oben will ich noch registrieren. Ich suche gerade nur den Weg hoch. Ah, hier. Dann kann ich mich nämlich da importen. Oh, hier sind zwei Level direkt nebeneinander. Gut. Dann machen wir jetzt aber das hier noch. Ein Level von diesem Gebiet wollten wir ja noch machen. Von allen Gebieten muss ich übrigens bisher sagen, das dritte Gebiet ging wahnsinnig schnell. Im Vergleich zum ersten und zweiten. Beim ersten hatte ich ja so drei Parts. Sehr, sehr schlau von mir gerade. Das könnte man als einen Fehler buchen. Einfach erstmal direkt sich selber umbringen. Ja, die werden markiert. Mit so einem Fadenkreuz. Ich dachte, das wäre erst so eine Markierung wie im Online-Modus, dass da so ein Kreis um die ist. So, das gönnen wir uns gleich. Da ist was drunter. Jetzt ist die Frage, wie ich wieder hochkomme. Ah, so. Okay, da geht's weiter. Nicht dich selber umbringen, Shining. Dich mach ich weg. Easy peasy. So, wo ist der Propeller da? Genau, kommt her. Kann ich den eigentlich auch da dran kleben? Ja, der hält das dann für mich unten. So, ausgetrickst. Hier war doch noch einer. Den habe ich mir nicht eingebildet. Scheinbar doch.
Einbildung ist auch eine Bildung, Leute. Ja, komm doch her. Also mit dem Salmini ist das eher einfach. Letzter Checkpoint. Okay. Ich muss nur hochkommen. Traue ich die Plattform da vorne überhaupt? Ich glaube nicht. Da oben ist ein riesiger Fiesling. Okay, Sprung verkackt. Weil er in der Luft einfach nach hinten gelenkt hat. Naja, wenigstens bleiben die Gegner tot. Das ist einfach nur, um hochzukommen. Dort, tschüss. Das war's mit dem Level. Na gut, Leute. Das war's dann aber auch für heute. Ich werde jetzt offscreen noch die Sachen hier im ersten... Ach, im ersten... Im dritten Gebiet absammeln. Ich werde hier aus dem Level noch die einen Sachen aussammeln. Also die beiden da... Dass ich halt die Waffen abschließe. Ich hoffe, dass euch der heutige Part gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.